Wer meinen YouTube-Kanal verfolgt, weiß, dass ich sehr, sehr viel und sehr eng mit Zindel-Präzisionswaffen aus Mainhausen zusammenarbeite. Timo Zindel ist mein Haus- und Hofbüchsenmacher. Ich vertraue ihm zu 100%, was meine Waffen betrifft und auch weiter. Und er hat jetzt auf Basis der bekannten CZ-97 die ZPW Raptor 9 gebaut. Bei der Raptor 9 handelt es sich um eine CZ-97, Original CZ-97 Griffstück mit Schlitten aus eigener Fertigung, Lauf aus eigener Fertigung, Polygonlauf wohlgemerkt, durchgehende Carbon-Federführungsstange und netten Ausfräsungen, um das Gewicht ein bisschen einzusparen am Lauf. Zusätzlich haben wir Nilgriffschalen inklusive Jetfunnel, 17 Schuss doppelreihiges Magazin, Aristokratvisierung. Andere Visierungen sind möglich, aber nur auf Anfrage. Diese Waffe gibt es auch als Duallösung mit einem 45er System und 9 mm Wechselsystem dazu. Wir haben hier absolut engste Toleranzen, da wackelt überhaupt nichts. Diese Waffe wurde, so wie ich ihn Timo auch verstanden habe, auf BDS Speed Deutscher Meister. Und das will schon was heißen. Der Abzug liegt knochentrocken bei etwa 1100 Gramm. Und ich konnte sie schon schießen. Sie schießt sich absolut brutal geil. Ihr werdet hier im Anschluss ein paar Sequenzen davon sehen können, wie ich mit der Waffe geschossen habe. Sie hat einen sehr, sehr angenehmen Rückstoß. Und ich durfte die schon mal als 45er schießen in der Urversion. Und da war ich schon ziemlich begeistert. Das war in Wiesloch, da hat es vielleicht der eine oder andere auch schon mitbekommen. Preislich liegen wir bei absolut gerechtfertigten ca. 3000 Euro für diese Waffe. Mit dem 45er System dazu ist es natürlich teurer. Fragen zu der Waffe, Preise, Varianten bitte an ZPW-Germany richten. Timo antwortet euch, auch wenn es mal ein bisschen dauern kann. Und sie kann quasi ab sofort bei ihm vorbestellt werden. Ich kann euch leider Gottes nicht sagen, wie lange die Wartezeiten sind, bis die Waffen fertiggestellt sind, weil die werden tatsächlich gebaut von Timo. Er bezieht das CZ-97 Originalgriffstück und baut den Rest komplett in eigener Serie. Und damit muss ich sagen, das ist eine wunderschöne Waffe, die absolut brutal gut in der Hand liegt und sich super, super toll schießen lässt. Und damit haben wir die ZPW Raptor 9.